Hallo, hallo, Julian wieder hier. Tja, wisst ihr noch, damals, als ich noch ungeoutet auf meiner Arbeit war, wie alles noch so toll und super war und ja, ich vollkommen als Mann akzeptiert wurde und es allen gepasst hat, ja, die Zeit ist nun vorbei. Und zwar wie folgt, eigentlich ist es ein anderes Wochenthema, aber ich möchte noch mal kurz zu der Trans im Job-Sache noch mal eingehen. Und zwar hat mich am Montag, nein, Freitag war das sogar noch, eine Arbeitskollegin kam dann eingerannt und meinte so: Boah, du, weißt du, was die eine da rum erzählt? Die meint, du wärst als Mädchen geboren. Und ich so: What the fuck, was ist nun los? Sie: Stimmt das? Und ich so: Ja, bei Verleugnen geht dann ja ein bisschen schwierig, ne? Weil die, die das rumerzählt, die ist die Mutter von einem Vereinskollegen von mir. Und ja. Ja, als Kollegin meinte dann so: Ja, die meinte so: Ja, du bist ja gar kein Typ, sondern ein Mädchen. Und ich so: Hä? Was kann ich sagen? Erstens, ich bin Mann, heiße Julian, Geburtsurkunde ist alles umgeändert. Keine Ahnung, was da ein Problem ist. Also, geht mir mächtig auf die Nerven, dass die da so einen Scheiß erzählt und meint, sie muss die ganze, mich in der ganzen Firma outen, weil das weiß jetzt eigentlich so jede Schicht oder so in meiner kompletten Halle, egal ob meine Schicht oder die Gegenschicht oder die Nachtschicht, es ist scheißegal. Ich bin momentan Gesprächsthema Nummer 1. Wirklich angesprochen werde ich eigentlich jetzt gerade nicht unbedingt von den Kollegen, aber ich ernte halt so tolle Blicke. Von oben bis unten werde ich gemustert und du hörst die Leute so rumtuscheln und dann mich angucken und dann wieder weggucken und wieder weiter tuscheln. Und ja, so wie zum Thema ungeoutet auf der Arbeit. Jetzt können alle aufhören, mich zu beneiden. Der Spaß ist nun vorbei. So, und nun zum eigentlichen Wochenthema: die Wirkungen von Testo. Ich glaube, es sind Nebenwirkungen oder so, was da gefragt wurde, aber ja. Also am Anfang ist es halt so, also bei mir war es auf alle Fälle mal so, ich hatte enorme Stimmungsschwankungen. Also das war ein bisschen, ich habe mit Gel eben angefangen, mit 50 Milligramm. Und das war, also ich habe es gemerkt, zum Abend hin, umso später das wurde, so meistens war es so zwischen 6 und 8 Uhr abends, da habe ich gemerkt, ich hatte totalen Durchhänger, ich war echt launig, ich war wirklich angepisst ohne Grund. Es war einfach, ich war kaum auszuhalten. Also meine damalige Freundin meinte so echt: Es ist furchtbar mit dir, wenn es Abend wird, weil am liebsten würde sie mich irgendwo verbuddeln. Aber naja, geht nicht. Also auf jeden Fall, ich habe gemerkt, extreme Stimmungsschwankungen, vor allem am Anfang hin, hat sich meiner Meinung nach dann so ab 5, 6 Monaten, dann hat sich das dann geändert. Also wie ich dann meine Zweit-Testo-Spritze bekommen habe, hat sich das geändert ungefähr. Also da wurde es jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Was ich auch gemerkt habe, am Anfang von den Testo-Shots bin ich erhöht aggressiv. Also ich merke da, ich bin dann viel schneller angepisst. Ich könnte ja viel schneller in die Decke gehen. Wir waren mal weg und so. Und da hat ein Typ mich angerempelt und mich dann blöd angeblafft. Und ich habe gemerkt, ich war sofort auf 180 und am liebsten hätte ich ihm eine gedonnert. Ich weiß, Gewalt ist keine Lösung und ich kloppe mich eigentlich nicht, aber da hätte ich echt so richtig Lust drauf gehabt. Also, aber hat sich eigentlich jetzt auch wieder ziemlich eingependelt. Ich glaube, ich bin momentan ganz gut eingestellt mit meinen Hormonen. Also mit alle 8, 9 Wochen gehe ich Testo spritzen. Und ja, also was auch ganz meiner Meinung nach eine definitive Nebenwirkung von Testo ist, dass die Haare einfach
in gewissen Zonen einfach schneller wachsen und ja, finde ich irgendwie, na, finde ich einfach scheiße. Und ja, das nervt ein bisschen. Und hier so in den Ecken, so, da so, 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 jetzt habe ich es. Gehen die eigentlich auch zurück? Also Nebenwirkung langfristig ist ganz sicher Haarausfall am Kopf. Und dafür wächst es überall anders mehr und schneller. Und ja, keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Ist einfach so. Ja. Was ist denn dann noch beim, also ich finde, Stimmbruch ist eine erwünschte Wirkung von Testo. Was allerdings eine Nebenwirkung war bei mir, ist, ich hatte andauernd so ein Kratzen im Hals. Das ist halt am Anfang in der Umstellung. Das war immer so ein leichtes Verkühltsein, aber doch kein Verkühltsein. War ein bisschen unangenehm, aber naja, ist halt am Anfang in der Stimmbruchzeit so. Was aber auch da blöd ist, ist eben, dass die Stimme oft wegbricht. Also, dass man merkt, wenn man irgendwie aufgeregt ist, dass die Stimme einfach weg ist. Also, so geht es mir teilweise heute noch immer, wenn ich zum Beispiel singe mit meinen Freunden, ich bin so Singstars und ich merke, dann ist plötzlich die Stimme weg. Aber naja. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich einen neuen Testo-Shot bekomme, ich habe einen Durst wie sonst was. Das ist jetzt immer noch so. Also die nächsten Tage darauf, also die nächsten ein, zwei Tage sind es meistens, trinke ich fast doppelt so viel als wie normalerweise. Keine Ahnung, ob das Einbildung ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe ein enormes Durstgefühl. Und am Anfang von Testo hatte ich einen mega Kohldampf. Also ich hätte stundenlang nur mich reinstopfen können. Hat sich mittlerweile gelegt. Ich habe Gott sei Dank auch nicht, so wie manche, bei diesen Fressattacken ordentlich zugenommen. Eigentlich im Gegenteil, seit meiner OP habe ich sogar, ich glaube, fast 4 oder 5 Kilo abgenommen. Ich glaube, 4 Kilo waren es. Ja. Also ich muss sagen, Gott sei Dank hat sich das bei mir, ist bei mir ausgeblieben. Ja. Was super ist, eine super Testo-Wirkung ist, ist eben, wie Leon schon gesagt hat, der Muskelwachstum, also die Schultern werden breiter, mir kommt vor, so Bizeps und so kommt mehr raus, die Adern und so kommen auch mehr raus, Gesicht wird vor allem kantiger mit der Zeit, ja, Schultern werden eben, wie schon gesagt, breiter und das sollte man, das heißt, sollte man. Ich habe dann angefangen, eben dieses Muskelwachstum zu unterstützen und habe angefangen, dann zu trainieren. Ja, ich will einfach meinen Körper ein bisschen trainieren, dass er auch ein bisschen, ja, ich brauche einfach eine Kraft auf der Arbeit und da will ich einfach dann noch ein bisschen nachwirken. Was waren dann noch so alles? Stimmungsschwankungen habe ich schon gesagt. Genau, was mir aufgefallen ist, waren so die Gedankenveränderungen. Also, ich habe gemerkt, ich habe früher extrem viel nachgedacht über alles Mögliche. Es war wirklich teilweise, ich habe mir meinen Kopf zermartert über dies, das und jenes. Und mittlerweile ist es mir ehrlich gesagt scheißegal. Wirklich. Was hilft es mir, wenn ich mir über gewisse Situationen den Kopf zerbreche, ich kann so oder so nicht ändern. Also, mir kommt vor, ich denke einfacher. Keine Ahnung, ob das jetzt da wirklich durch das Testo ist, also, oder ob ich jetzt einfach angekommen bin auf meinem Weg und mit mir selbst einfach viel zufriedener bin und mich wohler fühle in meinem Körper. Keine Ahnung, ob es deswegen ist, aber ja. Auf jeden Fall, ich habe meiner Meinung nach eine Gedankenveränderung durchgemacht und auch eine Ausdrucksweise. Also meine Ausdrucksweise ist definitiv anders geworden. Früher habe ich mich gewählter ausgedrückt bei sehr vielen Dingen und habe sehr viel schön geredet. Mittlerweile ist es mir ehrlich gesagt pipegal. Ich sage es einfach so, wie ich es mir denke und fertig. Ob es den anderen nun passt oder nicht, ist mir
leider relativ egal. Man, klar, ich halte mich bei gewissen Dingen noch immer zurück, aber mir ist es jetzt wurscht, ob ich einen Kraftausdruck verwende oder nicht. Wenn ich mir einbilde, das passt gerade in dem Moment, dann sage ich es einfach. Früher dachte ich mir so, oh mein Gott, das kann man ja nicht sagen und oh, Hilfe, weil das macht man ja nicht. Und jetzt denke ich so, scheiß drauf, ne? Aber ja. Was auch bei mir leider Gottes der Fall war, war, ich habe nach 4 Monaten, 3 oder 4 Monate Testo, glaube ich, hatte ich eine Zwischenblutung. Also sprich, ich hatte, glaube ich, 3 Tage lang oder so meine Periode bekommen. Sollte ja eigentlich ausbleiben mit Testo, aber nee. Und das war richtig unangenehm, so richtig unangenehm. Aber wie gesagt, die 3 Tage haben bestanden, aber es kann auch passieren. Also solange man noch Gebärmutter, Eierstöcke und das alles drin hat, kann es passieren. Muss aber nicht, ne? Ich hatte das Pech, ist passiert. Depressive Phasen sind, glaube ich, auch eine definitive Nebenwirkung. Klar, ich bin insgesamt glücklicher. Mich haben schon sehr viele Menschen darauf angesprochen, was denn passiert ist, weil ich einfach mehr strahle, weil ich einfach positiver denke, weil ich einfach mich jetzt wohlfühle, so wie ich bin. Und trotzdem passiert es manchmal, dass ich einfach in depressive Phasen stecke, weil ich mir einfach ab und an noch immer denke, okay, bist du noch nicht dort, wo du hin willst? Dir fehlt noch ein bisschen was? Ist das Pacing jetzt doch schon da, so wie diese Sache jetzt auf der Arbeit, die hat mich auch irgendwie runtergezogen, weil ich mir eigentlich mich gefreut habe, dass ich als wirklicher Mann wahrgenommen werde, und dann kriegst du es von irgend so einer Ollen, die dich nicht mal kennt, die Aussage vor die Nase geschoben, ja, du bist ja nicht mal ein Mann, wo ich mir denke, also die Primitivheit manche Menschen ist grüßen, und ja, aber die halten nicht wirklich lange an. Aber sie sind trotzdem eine Begleiterscheinung. Und für lang anhaltende Nebenwirkungen, ich denke mir, so viele sind ja erwünscht durch Stimmbruch und so und der ganze Bartwuchs und alles. Für manche, die nicht so einen starken Haarwuchs haben wollen oder Bart haben wollen, ist das sicher eine definitive Nebenwirkung. Aber Testo kann nicht nur Vorteile haben. Das wäre ja mehr als wie ungerecht, würde ich mal jetzt meinen. Und darum finde ich, sind es keine wirklichen Nebenwirkungen, sondern Begleiterscheinungen. Und ja, somit war es das von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag und bis nächste Woche. Ciao.